Liebe Freunde und Freundinnen, Genossen und Genossinnen, ich bringe euch herzliche Grüße zu eurem Parteitag. Wir gratulieren euch zu eurem wichtigen Sieg bei den letzten Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Besonders bringe ich euch einen herzlichen Gruß von unserem Vorsitzenden Alexis Tsipras. Mit eurer Partei haben wir seit mehreren Jahren enge und brüderliche Beziehungen entwickelt, erst auf bilateraler Ebene wie auch innerhalb der Partei der Europäischen Linken und im Europäischen Parlament. Bei eurem jetzigen zweiten Parteitag wählt ihr neue Gremien. Genosse Lothar Bisky wie auch Helmut Scholz und andere Mitglieder eurer Partei sind öfters nach Griechenland gekommen, um gemeinsame Initiative durchzuführen. Wir wissen, dass die Genossen Lothar Bisky und Oskar Lafontaine eine Hauptrolle bei der Gründung und für die Erfolge der Partei Die Linke gespielt haben. Wir wünschen euch, dass ihr diesen Weg jetzt mit neuen Kräften weitergeht. Liebe Genossen und Genossinnen, unsere Parteien, die Linke und Synaspismos, haben gemeinsame Positionen zu Europa. Wir beide denken, dass das neoliberale und monetaristische Modell, mit dem die Europäische Union gebaut wurde, in der Zukunft nicht mehr so bleiben kann. Wir beide sagen, dass Neoliberalismus und Atlantismus keineswegs der Einigung Europas dienen, im Gegenteil. Ich bin jetzt aus Griechenland hier nach Rostock gekommen, und zwar in einem schwierigen Moment für unser Volk und unser Land. Das Abkommen mit der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds hat der griechischen Regierung eine Atempause verschafft. Wir waren vom Bankrott bedroht. Aber der Preis für die griechischen Arbeitenden geht zulasten der Ärmeren, und zwar besonders wegen der starken Kürzungen der Löhne und Renten. Gleichzeitig macht es allen Furcht, dass die schweren Maßnahmen keine wirksame wirtschaftliche Entwicklung garantieren für Griechenland, dass bald eine ernste Wirtschaftsrezession kommen wird. Die Arbeitslosigkeit beträgt schon mehr als 5%. Die griechischen Leute sind empört über die katastrophale Verspätung in der Kreditvergabe und des Mangels an Solidarität seitens der Europäischen Union. Aber sie sind auch wütend gegen des Verspottens seitens der griechischen PASOK-Regierung, die eine andere Politik versprochen hatte und jetzt einen ganz anderen Weg geht. Jetzt wird schon über ein neues Gesetz diskutiert, das die sozialen Sicherungen attackiert. Deswegen gibt es täglich bei uns große Demonstrationen von Gewerkschaften und jungen Leuten. Liebe Genossen und Genossinnen, die Wirtschaftskrise war in Griechenland zu Beginn schwach ausgeprägt. Später hat sich das große fiskalische Defizit und die hohen Staatsschulden gezeigt. Diese Politik der hohen Schulden war seit mehreren Jahren das Produkt der Regierung der Rechten und von PASOK im Interesse der Banken und Unternehmer und der eigenen Parteiklientel. Die Entdeckung dieser großen Schulden brachte Griechenland ins Zentrum des Spiels der internationalen Spekulanten
und der internationalen Rivalitäten. Es ist jetzt klar geworden, aber dass all dieses nicht mehr nur Griechenland, sondern die ganze Eurozone betrifft. Man versteht täglich mehr und mehr, dass ganz Europa attackiert wird. Genossen, die mit Neoliberalismus gebaute Europäische Union führt immer mehr in Arbeitslosigkeit und Rezession. In diesem Rahmen werden die Länder mit einer schwächeren Wirtschaft von Bankrott bedroht. Die EU funktioniert als einheitlicher Markt mit gemeinsamer Währung, aber ohne gemeinsame Politik. Die Europäische Union ist ohne Institutionen, die Solidarität zwischen den verschiedenen Ländern üben können. Die heutige harte monetarische Disziplin stranguliert die Länder mit hohem Defizit wie die Länder im Süden Europas. Eine gemeinsame Währung, aber kein gemeinsamer Haushaltsplan, um den Bedürfnissen ganz Europas entgegenzukommen. Das ist ein großer Widerspruch. Wir können Griechenland, Spanien und Portugal ihre Defizite überwinden, wenn die wirtschaftlich stärkeren Länder den Import ihrer Konsumwaren nicht unterstützen? Und wenn gleichzeitig die stärkeren Länder Europas die Hauptexporteure in diese Staaten sind. Griechenland bezahlt sehr viel Geld für den Import von Konsumgütern und auch für militärische Rüstung von diesen kräftigeren Ländern Europas. Unter solchen Bedingungen sprechen viele bei uns über das Ende des Euros. Ähnliche Stimmen gibt es zum Unglück auch bei der Linken, die auch über den Austritt aus der EU sprechen und die schlimmen Konsequenzen der Spaltung Europas unterschätzen. Im Gegenteil, der Fall Griechenlands muss einen harten Stoß geben, damit ein mutiger Schritt für politische Einigung Europas gemacht wird. Viele von uns rufen auch, dass jetzt dringend ein föderales, geeintes Europa gebaut werden muss. Freunde und Freundinnen, Genossen und Genossinnen, die letzten Regierungsmaßnahmen haben in Griechenland zu großen Demonstrationen geführt, die größten der letzten Jahre. Am 5. Mai haben ungefähr 100.000 Menschen demonstriert. An diesem Tage sind drei junge Leute in der Bank, in der sie arbeiteten, verbrannt und ermordet worden. Gruppen, die Kapuzen und Stangen trugen, haben sehr provokatorisch agiert. Viele Leute in Athen kommen immer noch an den Ort und hinterlassen dort Blumen und mit der Hand geschriebene Gedichte. Sie hinterlassen auch kleine Püppchen für das gestorbene Kind der schwangeren, ermordeten Frau. Unsere Partei hat die Gewalt stark verurteilt und sagte im Parlament, dass die Gewalt von denen benutzt wird, die das Volk und die Volksbewegung fürchten. Es ist klar, dass solche Gewalttätigkeiten die demokratischen Rechte und Demokratie unterminieren. Das dürfen wir nicht erlauben. Genossen und Genossinnen, wir danken euch vielmals für eure starke Solidarität in diesem Moment. Immer, aber auch besonders in diesem Moment. Wir wünschen euch viel Erfolg für euren neuen zweiten Parteitag und viel Erfolg für die Zukunft eurer Partei Die Linke. Diese Erfolge sind wichtig
für die ganze Europäische Linke sind wichtig für uns, sind wichtig für Europa.